Hallo zusammen und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video. Es kam schon länger nichts mehr hier auf meinem YouTube-Channel. Die Gründe dafür sind verschiedene, unter anderem natürlich ein ganz großer und diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben es nicht verpassen können. Da poste ich nämlich schon ganz aktiv diesbezüglich. Und zwar geht es um meine Schwangerschaft. Ich bin schwanger, sehr, sehr, sehr glücklich darüber, bereits in der 21. Woche. Also das heißt anfangs des 6. Monats. Und unter anderem aufgrund dessen musste ich natürlich mein Arbeitspensum ein bisschen abändern, zurückschrauben. Weil ja, eine Schwangerschaft ist wunderschön, aber es gibt halt auch Tage, da hat man gar keine Energie, da schläft man nur, da ist einem einfach nur schlecht und übel. Und ja, ich habe das auch ein bisschen mitbekommen. Jetzt mittlerweile in der 21. Woche geht es besser. Ich bin gerade in der Phase, wo ich richtig viel Energie habe. Und ja, zu dem Thema allgemein habe ich schon ganz, ganz, ganz viel gefilmt. Unter anderem habe ich einige Ultraschalls schon mitgenommen auf Kamera. Also wenn ihr gerne ein bisschen was dazu sehen möchtet, was man halt auf Instagram noch nicht gesehen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich ja demnächst da auch mal was zusammenschneiden und natürlich auch weiterhin fleißig filmen. Jetzt aber in diesem Video geht es nicht um dieses Thema. In diesem Video geht es um ein Thema, also um ein Video, welches ich eigentlich schon längst schneiden und für euch hochladen wollte. Ich habe euch das nämlich schon längstens versprochen. Und zwar geht es um die Bahamas. Da war ich ja diesen Sommer mit meinem Freund in Urlaub, wieder bei meiner Bahama-Mama, bei der Sarah. Und ja, jetzt wo beginne ich? Thema Bahamas. So viele von euch haben mich gefragt, wie es Sarah und den Hunden geht, da wir natürlich alle vom Hurricane mitbekommen haben. Und ich kann euch aber sagen, dass die Trauminsel, auf der wir waren, Elufra, und somit auch die Insel, wo Sarah lebt mit ihren Hunden, die ist so gut wie verschont geblieben. Heißt, die haben vom Hurricane nichts abbekommen. Sarah geht es gut. Danke an der Stelle für all eure Nachrichten, wie es ihr und den Hunden geht. Also Sarah ist wohl auf, das sind aber andere Inseln, Grand Bahama vor allem, ganz, ganz, ganz übel betroffen. Also ja, die Menschen sind teilweise immer noch hilflos und warten auf Hilfe. Also wenn ihr euch irgendwie beteiligen könnt in Form einer Spende oder irgendwas, sind die Menschen euch wirklich sehr dankbar. Wie gesagt, Sarah geht es gut, der Trauminsel auch. Ich habe ja auf meinem Instagram-Feed ganz schön viel gepostet von diesem Urlaub. Und ich habe euch da versprochen, dass ich euch eine Roomtour zeige von unserem Haus. Und das ist bisher nicht passiert, deswegen ist jetzt dieses Video hier. Und zwar kurz zur Erklärung, diejenigen, die mein Buch gelesen haben, die wissen Bescheid, wer Sarah ist und was sie auf Elufra in den Bahamas macht. Und zwar lebt sie seit über 7 Jahren dort. Ich habe sie dort kennengelernt. Sie ist eine meiner besten und engsten Freundinnen. Und was macht sie dort? Sie hat gestartet mit einem ganz einfachen Airbnb. Also heißt, sie hat ursprünglich mal einfach nur Zimmer vermietet. Mittlerweile ist sie damit richtig erfolgreich. Sie vermietet nicht nur Zimmer, sie vermietet auch Wohnungen und sie vermietet Häuser für jedes Budget. Und ich und mein Freund waren jetzt in einem ihrer neuesten Häuser, dem Pink Cottage. Ich habe da immer wieder ein bisschen was in der Story gesehen, aber eben nie richtig, wie es da denn aussieht, weil so viele von euch würden auch so gerne mal auf die Bahamas reisen. Und genau diesbezüglich dieses Video, dass ihr mal sehen könnt, wie es im Pink Cottage von Sarah aussieht. Das könnt ihr nämlich über sie mieten. Ich verlinke euch auch ihre Instagram-Seite. Da habt ihr ihre WhatsApp-Nummer und alles und könnt euch da informieren bezüglich Urlaub auf Elufra. Und Gott sei Dank ist diese schöne Insel verschont geblieben. So, jetzt will ich gar nicht länger reden, sondern euch zeigen, wie wir gewohnt haben in unserem Urlaub in den Bahamas. Hallo zusammen! Liebe Grüße aus den Bahamas! Ja, leider ist bereits das Ende von unserem Urlaub. Wir sitzen jetzt hier am Gate in Elufra und sind bereits auf dem Nachhauseweg. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist eine Roomtour von dem Haus, wo wir dieses Mal untergekommen sind. Deswegen habe ich das hier natürlich in einem YouTube-Video für euch gepackt. Viel Spaß! Thank you.
Einblick ins Pink Cottage. Sarah hat aber auch noch weitere Unterkünfte. Also wenn ihr auch gerne mal an meinen absoluten Lieblingsort der Welt gehen möchtet, dann schreibt Sarah an. Sie ist die Expertin. Habe ich schon gesagt, dass sie ursprünglich eine Deutsche ist, aus Berlin ursprünglich, also sie spricht natürlich Deutsch. Sie kann sich perfekt mit euch verständigen und kann euch alles Mögliche an Tipps geben bezüglich Anreise und Abenteuer auf und um Elufra. Und ja, ihr werdet sehen, wieso das mein Lieblingsort ist, wenn ihr dann einmal zu Sarah geht. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, vielleicht zum Thema Schwangerschaft, je nachdem, ob ihr das möchtet oder sonst zu allem Möglichen wieder, was gerade so abgeht in meinem Leben. Und ja, bis ich es mal wieder schaffe, ein Video online zu stellen, sehen wir uns auf jeden Fall auf Instagram. Da bin ich ja beinahe täglich aktiv. Macht's gut, bis gleich. Tschüss.